Und damit herzlich willkommen zurück zur mittlerweile dritten Folge SpongeBob. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Den Checkpoint haben wir doch schon erreicht, aber schön, dass das Spiel uns den nochmal gönnt. 740 glänzende Objekte mittlerweile. Wir müssen nochmal ganz kurz ein kleines Stück zurück, denn ich habe, als ich mir die zweite Aufnahme oder die zweite Folge nochmal angeguckt habe, gesehen, dass ich mal wieder richtig blind war. Und zwar hier hinten ging es nämlich noch hier unten lang und da gibt es doch noch auf jeden Fall was zu holen. Ich habe nicht genau gesehen, was. Ah, und hier kommen wir also auch an die Dinger ran. Sehr gut. Na, nur gut, dass ich mir die Folgen meistens, wo der überall Socken verloren hat. Wahnsinn. Ja, nur gut, dass ich mir die Folgen meistens nochmal angucke. Jetzt ist trotzdem immer noch die Frage, was machen wir mit dem goldenen Pfannwender da unten? Wir können ja nicht einfach runterspringen. Da ist ja auch kein Trampolin oder so drunter. Ach Mist, also waren es doch bloß die glänzenden Objekte erstmal hier. Ich traue mich noch nicht, da runter zu machen. Das gucke ich mir lieber später nochmal an. Was ist denn, wenn wir schleichen? Nö, der sieht uns trotzdem. Naja. Dann machen wir die erstmal kaputt. Ja, in der letzten Folge sind wir ganz schön, oder bin ich ganz schön hängen geblieben an diesen guten Stachelkugelfischen da oben. Obwohl es gar nicht so schwer ist, habe ich es trotzdem nicht auf die Reihe gekriegt, das ordentlich zu absolvieren. Ey. Nennt mich auch Schwamminator. Jawohl, der Schwamminator wieder. Das ist bis jetzt so das einzige Manko, was ich so ein bisschen am Spiel auszusetzen habe. Dass tatsächlich nicht unbedingt viele Sprüche eingesprochen wurden. Also wir haben jetzt mittlerweile schon fast jeden Spruch dreimal gehört und spielen das Spiel gerade mal seit einer Stunde. Nicht mal ganz, seit einer Dreiviertelstunde. Das finde ich leider nicht ganz so schön. Da gibt es einen Minuspunkt von meiner Seite. Aber hier sind wir schon mal runtergefallen. Aber ansonsten finde ich es doch sehr, sehr witzig. Oh, shit. Es haben sich auch sehr, sehr viele gefreut auf das Remake. Das Spiel hat damals auf jeden Fall... Das Spiel hat damals auf jeden Fall, ja, etwas Wellen geschlagen, so wie ich es gelesen habe. Ich habe es leider nie gespielt. PlayStation 2 kam es, glaube ich, damals raus. Aber auf jeden Fall haben sich sehr, sehr viele Leute darüber gefreut. So, Gary, was ist los? Ah, wir müssen anscheinend... Kennt ihr die Folge noch? Wo man dann zu Thunfisch wurde, wenn man es nicht rechtzeitig geschafft hat, vom Angelhaken loszulassen? Ach, die war richtig spannend. Da habe ich richtig mitgefiebert als kleiner Junge. Für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Da hatte ich richtig Angst um die beiden. Und ich glaube, Patrick hat es doch am Ende auch erwischt, ne? Der wurde hochgezogen und war dann als Thunfischdose vor seinem Stein wieder am Ende der Folge, glaube ich zumindest. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Aber ich glaube, so ungefähr müsste es gewesen sein. Was haben wir hier? Eine schöne Hand? Was ist passiert? Ach, hier drüben. Nö, vorher holen wir uns natürlich den goldenen Pfannwender. Na, nur gut, dass ich nicht einfach runtergesprungen bin. Wir gucken nochmal. Das ist ein Bungee-Sprung. SpongeBob kann hier einen Bungee-Sprung machen. Um von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lediglich dorthin springen und ihn berühren. Drücke die Space-Taste, um nach unten zu schauen. Verlassen kannst du den Bungee-Haken, indem du die rechte Maustaste drückst. Okay. Also wir springen einfach nur hin. Und wow, wow. Wir haben es leider nicht ganz geschafft. Wir müssen nochmal runter. Hä? Der kommt gar nicht so weit runter. Aua! Ach nein, das zieht ihm die Schlüpfer lang. Das habe ich jetzt erst gesehen. Oh, armer Sponge. Aber ja, was soll ich machen? Ich kann ja nicht einfach loslassen. Boing. Oder wollen wir es probieren? Oder wird der einfach immer langsamer von Stück zu Stück? Ich habe das Gefühl, dass das immer weniger wird. Wir springen mal. Was jetzt? Ah, ach so, okay. Also wir müssen... Wir müssen es drücken. Jetzt haben wir ihn. Alles klar. Und verlassen. Boah, habt ihr das gehört? Wie die Boxershorts nochmal schön an die Arschbacken geklatscht hat. Das hat ordentlich wehgetan. Aber SpongeBob hat es anscheinend gefallen. Von daher alles gut. Ja, sehr schön. Da haben wir den nächsten goldenen Pfannwender. 3 Stück haben wir schon. Und Socken haben wir auch schon. 4 Stück für Patrick. Sollten wir... Ah! Ich wollte nochmal dahinter springen, aber da war eine unsichtbare Wand. 999, 1000, bereit oder nicht, ich komme! Ja, das ist natürlich ein bisschen doof gemacht. Ich wollte hier drauf springen, aber da war eine unsichtbare Wand. Naja, ist ja zum Glück nicht so wild, wenn wir sterben. Wir kommen ja eigentlich fast immer genau dort wieder raus, wo wir gestorben sind. Der nächste Checkpoint. Was haben wir hier?
macht erstmal nichts. Was ist denn das für ein fieser Roboter? Und vor allem warum? Er ist ein bisschen durchgeknallt, würde ich meinen. Aber nicht unbedingt stärker als die anderen. Dann sprechen wir gleich mal mit ihm hier drüben. Hey. Ach, wir können nicht mit ihm sprechen. Können wir ihn hauen? Finde ich lustig. Sollten wir vielleicht nicht tun, aber egal. Oh nein. So hübsch. Super Mega Kombi und Monster und Super Monster Kombi. Es tut mir leid, dass ich dazwischen gequatscht habe, aber es ist auch immer sehr schwierig herauszufinden, wann der gute SpongeBob mal spricht. Boxershorts sind wirklich eine ganze Menge unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie man hier so viel Leben verlieren soll. Gibt's hier oben noch was Schönes? Oh, schaut mal. Und wir müssen ja zum König der Quallen. Zum Quallenkönig. Aber hier kommen wir nicht weiter hoch. Hier unten ist bloß die Kanone, die die Fische rumballert. Auch ziemlich witzig gemacht, wie es die hier langkugelt und immer wieder die Augen rausdrückt. Okay. Ui, das war knapp. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir vielleicht hier über diese schönen Dingers hier klettern sollen. Ich glaube nämlich fast, dass wir das tun sollten. Na, oder auch nicht. Ich probiere es noch einmal, ansonsten lassen wir es. Komm, spring hier hoch. Jetzt hier rüber. Und jetzt diesen. Nee, sollen wir nicht. Obwohl da drüben ja welche oben drauf sind, aber ich komme nicht oben drauf. Hä? Warum nicht? Vielleicht diesen machen? Nö. Okay. Vielleicht von der anderen Seite hoch. Oder ich weiß es einfach nicht genau. Auf jeden Fall nicht so, wie wir es gerade probiert haben. Hier haben wir die nächste Boxershorts. Vielleicht einfach von hier. Oder vielleicht von da hinten. Naja. Was haben wir hier Schönes? Bowling. Aber mit was? Wir gucken mal an das Schild. SpongeBob muss das Blasenbowling beherrschen, um dieses Spiel spielen zu können. Ach, und das kann ich anscheinend nicht. Leider nicht. Das heißt, wir müssen wohl oder übel später nochmal hierher. Die holen wir uns natürlich. Eins, zwei. Ist hier unten noch was versteckt? Lasst uns noch... Okay, es war nichts versteckt. Schade, aber das hätte man auch nicht vorher wissen können. Spring hoch und jetzt machen wir hier die Roboter wieder kaputt. Und dann... Nimm das, mein Freund. Kommt uns eigentlich nur zugute, wenn wir sterben. Ja, einerseits, wir verlieren ja keine Boxershorts. Und wir können hier alles nochmal looten. Dadurch haben wir ja immer relativ viel. Obwohl, haben wir jetzt die glänzenden Objekte verloren, die wir davor eingesammelt hatten? Vom Checkpoint wahrscheinlich schon, ne? Also bringt es doch gar nicht mal so viel. Egal, dann lasst uns mal hier hoch machen. Wir nehmen noch hier die drei Fliegenden mit. Und dann machen wir uns langsam mal auf den Weg zum guten Quallenkönig. Damit wir das Gelee für den Patrick holen, für den Patrick sage ich schon, für Thaddäus holen, damit der nicht mehr solche starken Schmerzen hat. Ich habe gehört, da gibt es doch was von Ratio Farm. Was war da oben noch? Bloß eine Boxerschutz, ne? Brauchen wir nicht, danke. Dann können wir auch erstmal die Dinger kaputt machen. So, nächstes Schild. Das ist Schlamm. Ich weiß doch schon mittlerweile, dass wir da nicht rein dürfen. Also das Spiel ist sehr, sehr freundlich. Ist wahrscheinlich auch an jüngeres Publikum gerichtet. Da ist es schon besser, wenn man Sachen mehrmals erklärt, bevor die Kleinen noch anfangen zu heulen, weil sie nicht weiterkommen, ne? Den habe ich verstanden. Aber da SpongeBob auch ein großer Teil meiner Kindheit war, spiele ich das natürlich auf jeden Fall. Das riskiere ich nicht, weil wir haben volle Boxershorts. Das müssen wir nicht riskieren. Nein, ah shit, und jetzt müssen wir es doch riskieren. Okay. Dann müssen wir das wohl tun. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ah, weil man kann so schwierig die Entfernung einschätzen. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Beförderung. Okay, wir müssen nochmal hochlaufen. Wir nehmen jetzt nicht alle Dingers mit.
jetzt aber. Jetzt hören wir die hier drüben noch, die beiden Bösewichte. Und dann brauchen wir gar nicht erst darüber rennen. Das ist echt schwierig, die Entfernung einzuschätzen. Ah, okay, so war es gedacht, dass wir dann immer darüber springen. Und wir kommen sogar dort ganz rüber anscheinend. Ui, das wird aber schwer. Moment. Ich dachte jetzt eigentlich diesen länglichen Bogen, den wir jetzt links von uns sehen, dass wir da hochkommen. Aber ich weiß nicht, wie wir hätten den fliegen können. Oh Mist. Schnell weg. Wie er die Hände so nach hinten baumeln lässt. Ach, ist das geil. Verfolgt er uns jetzt auf Ewigkeiten? Okay, die können anscheinend keine Stufen hoch. Unser Glück. Ich würde es ja gerne da da drüben auf den Berg, aber ich weiß nicht genau, wie wir da idealerweise rüberkommen. Also selbst wenn wir auf den letzten springen, obwohl, wir probieren es nochmal. Und selbst wenn, dann laufen wir halt nochmal hier rüber. Ist doch nicht schlimm. Aber es ist halt auch echt schwer einzuschätzen, wann wir hier richtig wieder landen. Man hat zwar diesen kleinen Schatten, aber der kommt auch erst relativ spät. So, passt schon mal. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache immer noch mal hier so einen Zwischenjump. Ah, okay. Macht doch von alleine. Uhu, 5 Socken schon. Haben wir schon mehr als ich im Kleiderschrank. Sehr gut. Das war das Bungee-Ding? Ja, ich glaube schon. Dann springen wir mal hier drauf. Ah, und das ist dann die Route zurück. Alles klar. Dann hat sich auch diese Frage geschlossen. Uiuiui. Ne, wir müssen wahrscheinlich das Ding erstmal hier so runter machen und dann... So, hier. Nein, oh. Das wäre richtig... Nein, ich möchte nicht in die Teleportbox. Aber wir könnten uns jetzt auf jeden Fall zurück teleportieren. Die Maschine, die dort schnaubt und zischt. Oh, oh. Haben wir gerade angegriffen? Nee. Er ist ein Duplikatotron. Okay. 1000. Der D1000 produziert weiterhin Roboter, bis er zerstört wird. Oh nein. Sei aber vorsichtig, sonst knallt es ordentlich. Das wollen wir natürlich alle nicht. Hallo. Wenn wir den mal nicht cool geholt haben, dann weiß ich auch nicht. Oh nein. Oh nein. Boah, der macht aber hier richtig schnell. Den müssen wir ja wirklich erstmal holen. Achtung, er explodiert. Ja, das haben wir doch mal richtig gut gelöst, würde ich sagen. Dann lasst uns den Schalter hauen, dann geht gleich das Tor auf. Jawohl, und der goldene Pfannenwender ist unser. Dann haben wir den Nummer 4. Sehr schön. Oh, oh. Ich glaube, wir kommen dem Quallenkönig immer näher. Meerjungfrau Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Igitt. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube vereint. Ach, Meerjungfrau Mann habe ich immer geliebt. War der das mit dem unsichtbaren Auto? Ja, ne? Ich glaube schon. Ne, Teleportbox wollen wir nicht. Was haben wir denn hier? Das ist eine Rutsche. Wenn SpongeBob oder Patrick oder Sandy auf eine Rutsche springt, geht es den Abhang mit hydrodynamischer Geschwindigkeit hinunter? Okay, also können wir anscheinend noch Patrick und Sandy spielen. Oh, oh, oh. Und jetzt aber, können wir hauen dabei? Ne, wir müssen es einfach kaputt rutschen. Können wir springen? Ah, wir können springen. Oh. Oh, shit. Doch, wir kriegen alles mit und jetzt zack. Das war massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann nochmal machen. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben zumindest fast alles mitgenommen, was ging. Außer jetzt am Ende diese ganz vielen, aber die konnte man ja nicht alle mit einmal. Ach, wir hätten da... Nein, wir hätten darüber springen müssen. Da war noch eine Socke.
Dann gehen wir in die Teleportbox und probieren das natürlich nochmal. Cool, dass es die Boxen gibt. Diese coole Musik dazu. Die ist natürlich auch der Knüller. Alles geholt. Und jetzt aber, zack. Patrick sollte mal wieder waschen. Oh ja. Und ein Checkpoint, den hatten wir schon. Sehr gut. Wir haben mittlerweile 6 Socken, 4 goldene Pfannenwender. Ich muss sagen, es macht sehr, sehr viel... Du musst zu Patrick, um ihm zu helfen, aber er ist unerreichbar. Vielleicht erzeugen diese Schalter einen Weg. Sie werden von den Robotern schwer bewacht. Du musst dich durchkämpfen. Okay. Ich wollte sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß tatsächlich. Es zaubert mir die ganze Zeit ein kleines Grinsen aufs Gesicht. Und was gibt's denn Schöneres, wenn ein Spiel das schafft? Ach, shit. Ah, wir haben den einen auf den anderen geworfen. Ja, wir wissen das. Großer Schinken, den habe ich verstanden. Ach Mist, hier sind noch... Ach, da drüben ist so ein Duplikator. D1000. Den müssen wir natürlich... erstmal ausschalten, sonst bringt das ganze Gekämpfe nichts. Wir können uns natürlich unendlich glänzende Objekte damit farmen. Aber... das ist nicht Sinn und Zweck des Spiels. Hier oben. Ja, brauchen wir unbedingt. Her damit. Wie eine Frühlingsbrise. Na, kommt her. Bam und bam. Mega geil. Oder haben wir noch... Ah, hier gibt's noch mehr Duplikatoren. Okay, also müssen wir doch erstmal weiter hier. Was hat das jetzt gebracht? Es wurde uns leider gar nichts angezeigt. Na gut, ich würde sagen, dann machen wir erstmal hier drüben weiter. Oh, wie funkelnd. Ja, glänzende Objekte. Ohne Ende. Und hier D1000. Jetzt geht's ja an den Kragen und schnell weg. Da haben wir es. Und, hey, drück den Schalter, Sponge. Sonst werde ich aber böse hier. Jetzt. Okay, wir müssen die einfach nur alle hintereinander drücken. Und wenn wir den letzten haben, dann wird wahrscheinlich etwas passieren. Gut, da hinten kommen wir auch hoch, indem wir diese Inseln dort lang machen. Genau meine Größe. Ach, wenn das mal nicht cool war. Hat er gerade eine Dings aufgenommen, weil er meinte, genau meine Größe war hier irgendwo eine Boxershorts. Wir könnten uns tatsächlich unendlich viele glänzende Objekte gerade farmen, ne? Aber das wird nicht Sinn und Zweck des Spiels sein. Dadurch, dass es ja so freundlich und einfach gestaltet ist, werden wir schon genügend gesammelt haben oder genügend sammeln durch das ganz normale Spielen. Uah. Darf ich nicht vergessen, dass die explodieren. Den Schalter. Total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Drück, drück. Hey, SpongeBob. Wir haben es geschafft. Ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Und da spielen wir Patrick, jawohl. Oh, Junge, Junge, Junge! Ich mag Patrick, wie er sich freut. Ah, der macht einen... Ah, geil. Einen schönen Bodyslam. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Ah, der kann nicht hochspringen. Ist er da zu dick für? Also so richtig hoch wie SpongeBob. Aber er hat ja auch keine Seifenblasen am Start. Das macht schon Sinn. Eine Melone. Das ist eine Wurffrucht. Patrick kann eine Wurffrucht aufnehmen und werfen. Drücke rechte Maustaste, um eine Wurffrucht aufzunehmen, die in der Nähe liegt, und drücke die Taste erneut, um die Frucht zu werfen. Okay. Mit Wurffrüchten kannst du Schalter drücken, Tickies zerstören oder Roboter beschädigen. Aber nutze sie zügig, denn Wurffrüchte verderben nach ein paar Sekunden. Alles klar, Tickies hießen sie. Nicht Tiki-Tocker, Tacos, wie ich sie genannt habe. Das heißt, wir können die jetzt aufnehmen und werfen die dann dorthin. Ach, so schnell ging sie doch gar nicht. Oh, die haben wir gerade kaputt gemacht.
aber dafür kleine Melonenstückchen erhalten. Ist doch was Schönes. Und das nächste Schild. Patrick kann auch Tikis aufnehmen und werfen, aber nur Tikis, auf denen keine anderen Tikis stehen. Okay, probieren wir gleich mal aus. Ja, die kriegen wir jetzt natürlich nicht alle, weil so hoch kann der gute Patrick nicht springen. Nö. Achso, Doppelsprung geht noch, okay. Dann werfen wir doch mal ein paar Tikis. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ah, warum hat es den Fisch nicht gegrillt in dem Moment? Hier haben wir noch eine Melone. Die nutzen wir dann gleich. Ach so, wir hätten wahrscheinlich die Tikis hier nehmen sollen und auf die dort werfen. Das hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht. Naja, egal. Das ist eine Bushaltestelle. An der Bushaltestelle kannst du zwischen SpongeBob und Patrick wechseln. Oh, kennt ihr noch die Folge, wo die außerhalb von Bikini Bottom waren und SpongeBob immer den Bus verpasst hat? Und dann die ganze Nacht keiner mehr fuhr? Da habe ich mich auch gegruselt als Kind. So, okay, Bushaltestelle ist ja in Ordnung, aber ich würde ganz gern erstmal noch ein bisschen Patrick weiterspielen, weil ich finde Patrick ganz witzig. So, wie wir dann hier weiterkommen, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Es kommt dann morgen 19:30 Uhr, wie immer, die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.